Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich dir verraten, wie du automatisiert neue Vertriebspartner rekrutierst. Zunächst mal ist es wichtig, wenn du automatisiert neue Kunden, neue Vertriebspartner gewinnen willst, dann ist es zunächst mal wichtig, das ist der erste Schritt, dass du irgendwie auf dich aufmerksam machst. Weil wenn keiner von dir weiß, dann kann auch automatisiert nichts passieren. Ja, so, das heißt, das kannst du auf zwei Wegen machen. Einmal, du kannst bezahlt dir, also du kannst dir die Reichweite, die Aufmerksamkeit, die kannst du dir erkaufen. Oder du kannst die, indem du Zeit einsetzt, kannst du die aufbauen. Ja, das eine, indem du dir es erkaufst, du ahnst es schon, es wäre zum Beispiel Werbeanzeigen. Du schaltest bezahlte Werbung und leitest dann auf eine sogenannte Landingpage weiter, wo die Person ihre Kontaktdaten hinterlassen kann, weitere Infos anfordern kann, um sie dann weiter zu bearbeiten. Oder du gehst halt eben den Weg, investierst Zeit und baust dir zum Beispiel einen Blog auf, einen YouTube-Kanal, nutzt Social-Media-Marketing, und da, wenn du es richtig machst, und es kontinuierlich machst und in gewissen Zeitraum bereit bist, da auch auf Ergebnisse zu verzichten und zu warten, weil es kann halt einfach auch mal länger dauern, dann kannst du auch über die organische Suche bei YouTube, bei Google oder anderen Suchmaschinen dann gefunden werden. Beispiel, wenn du heute einen Blogartikel erstellst, der relativ gut in den Suchergebnissen rankt, dann bringt er dir Tag für Tag neue Besucher und solange die er halt gut rankt, kann das über Jahre gehen, dass du regelmäßig mit neuen Besuchern auf deiner Webseite rechnen kannst und diese dann zu Interessenten dann werden können. Wie gesagt, kann aber auch länger dauern. Der schnellste Weg ist immer, wenn du Geld investierst, weil dann hast du sofort den Traffic auf der jeweiligen Webseite. Ansonsten musst du dir das Ganze halt eben erst aufbauen. Der Vorteil ist aber, mal angenommen, du hättest 100 YouTube-Videos und jedes Video würde dir nur einen Lead, also eine E-Mail-Eintragung, also eine Eintragung in deine E-Mail-Liste bringen, dann wären das 100 Eintragungen am Tag. Ja? Und wenn du eine Quote hast von 10%, also wo bei dir dann Vertriebspartner wären, dann wären es 10 Vertriebspartner pro Tag in der Rechnung. In der Praxis ist es dann vielleicht 1-3%, dann hättest du bei 100 Leads pro Tag 1-3 Teampartneranbindungen, So, das ist jetzt aber nur mal so die Grundlage. Das heißt, du musst in der Lage sein, Reichweite und Aufmerksamkeit zu erzeugen, entweder indem du dafür bezahlst oder indem du Zeit investierst und dir eben eine gewisse Reichweite halt aufbaust. Das eine liefert dir halt sofort Besucherströme, das andere über einen gewissen Zeitraum, aber dafür halt auch konstant, selbst wenn du keine Werbung schaltest oder keinen bezahlten Traffic schaltest. Optimal ist natürlich immer beides zu tun, weil warum sollst du auf verschiedene Traffic-Quellen verzichten, So, dann brauchst du eine Landingpage, eine Lead Capture Page, das ist eine Seite, wo ein Ziel verfolgt, nämlich den Besucher neugierig zu machen, so dass er bereit ist, seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Im Regelfall ist es die E-Mail-Adresse, er trägt sich dann dort ein und wird dann via E-Mail-Marketing quasi weiter qualifiziert. So, das kann eine Problemlösung sein, die du auf der Landingpage anbietest. Das kann ein PDF sein, das kann ein Videokurs sein, das kann eine kostenlose Beratungssession sein, wie auch immer. Wichtig ist, es sollte halt ein Anliegen des Besuchers quasi ansprechen und ein Problem für ihn dann halt lösen. Das heißt, dass wenn die Person, die muss ja einen Anreiz haben, sich überhaupt einzutragen, und dementsprechend musst du halt was anbieten, dass du eine Lösung anbietest für zum Beispiel ein Problem, was die Person hat, So, dann brauchst du einen Autoresponder, also ein E-Mail-Marketing-Software, die in der Lage ist, automatisiert Nachrichten zu versenden, sodass jeder Interessent, der sich einträgt, automatisch
vorqualifiziert wird oder dass, wenn eine Person irgendeine Aktion ausführt, dass dann eine gewisse E-Mail-Sequenz einfach startet. Ja, so, und dann das Einzige, was dann noch dazu kommt, ist, dass du Kontinuität brauchst, diese Dinge zu tun. Ja, also wenn du 100 YouTube-Videos haben willst, die dir jeweils ein Lead pro Tag generieren, ja, natürlich können das auch in der Praxis, sieht es dann anders aus, in der Praxis generiert halt ein Video mehr, ein anderes wird dafür gar nicht gut gerankt, wie auch immer, dann brauchst du da Kontinuität, du brauchst Disziplin, Fleiß, das auch dann tagtäglich eben halt zu tun. Ja, bei bezahlter Werbeanzeige, wenn du das, wenn du dir quasi den Traffic kaufst, dann brauchst du halt die Kontinuität, regelmäßig Geld zu investieren. Wenn du nur 2-3 Tage Geld investierst, wird es auch nichts. Ja, also von daher wichtig, Kontinuität immer das A und O. Und was du lernen musst, ist oder lernen darfst, ist, wie du mit den Menschen halt kommunizierst. Ja, auch hier lerne ich nie aus. Ja, ich bin da immer dran, mich auch weiter zu verbessern. Kommunikation ist das Wichtigste. Gerade im Internet ist es wichtig, dass du weißt, wie baust du eine Sales Page auf, wie baust du deine Lead Capture Page auf, so dass diese auch halt Ergebnisse erzielen kann. Ja, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, es wird jetzt aber den Rahmen dieses Videos sprengen und da gibt es auch genug Videos hier auf YouTube und hier auch auf meinem Kanal habe ich schon über diese Themen mehrfach gesprochen. Also wichtig, ich fasse nochmal zusammen, wenn du automatisiert neue Partner und Kunden gewinnen willst, dann brauchst du eine Landingpage, du brauchst ein E-Mail-Marketing-System, hier solltest du auch nicht sparen, ja, weil das ist die Hauptwerkzeuge, ja, die du brauchst. Und ich zum Beispiel, ich kenne keinen Schreiner, der sich einen Hammer kauft, der dann nach 3-4 Mal Hämmern kaputt geht, ja, sondern die geben sehr, sehr viel Geld für gutes Werkzeug aus und das solltest du ja in diesem Bereich auch machen. Dann ist wichtig, dass du dir die Reichweite aufbaust, entweder organisch, dass du über Suchmaschinen gefunden wirst oder über die YouTube-Suche gefunden wirst, oder dass du dir eben diese Reichweite erkaufst, indem du zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen schaltest. Dann ist wichtig Kontinuität, dass du diese Aktivitäten kontinuierlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum am besten immer durchführst und dass du weißt, wie du auf den jeweiligen Webseiten deine Zielgruppe ansprichst, dass du weißt, wer ist dein idealer Kunde und welches Problem hat er und welches Problem kannst du für ihn lösen und das eben halt kommunizierst, so dass die Person überhaupt auch einen Anreiz hat, ja, sich in deinen Verteiler einzutragen. Ja, okay, das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen, ein paar Anregungen zu diesem Thema mitteilen. Natürlich auch hier in 8 Minuten kannst du nicht komplett in die Tiefe gehen. Wenn du noch Anregungen hast, Anmerkungen, Fragen etc., nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Wenn das Ganze für dich interessant war, dann teilst doch auch gern mit deinem Netzwerk. Ja, du weißt nie, für wen es in deinem Netzwerk interessant ist. Abonniere den Kanal, dass du keine neuen Videos mehr verpasst. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Ja, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.